So, Leute, sind wir beim nächsten Deck-Tag. Und ich habe heute ein Deck mit euch mitgebracht, und zwar Cephalid Breakfast. Wir fangen dieses Mal ein bisschen anders an. Normalerweise zeige ich euch erst das Deck, dann das Sideboard, dann die Combo. Heute möchte ich euch damit starten, dass ich euch die Combo zeige, um euch vielleicht zu hooken, das Video ein bisschen länger zu schauen. Und ihr könnt mir mal sagen, was ihr von diesen Änderungen haltet. Vielleicht erst gerade bei Combo-Decks so ein bisschen die Combo zu erzählen. Dann ins Deck-Deck zu gehen. Bei Midrange-Decks macht das, glaube ich, nicht so viel Sinn, aber ja. Vielleicht so als kleiner Teaser. Wir spielen Cephalid Breakfast. Der Name kommt daher, da wir unsere Main-Kreatur haben, den Cephalid Illusionist. Das ist eine 2 Mana 1-1 Kreatur, die immer, wenn sie Ziel von Zauber deiner Fähigkeit wird, wir 3 Karten millen müssen und irgendwas mit Prevent Damage haben. Das ist egal. Und unsere Combo ist, wir versuchen darauf einen No-Man's Encore ebenfalls mit ins Spiel zu bekommen. Dieser ist ein 1 Mana 1-1 Core Soldier, der sagt, wir können für 0 Mana ein Schaden, der dem zugefügt würde, den nächsten Schaden, auf eine andere Target Creature schieben. Das heißt, wir sagen, die nächsten 5 Millionen Damage, die dieser Kreatur bekommt, kommt stattdessen diese Kreatur. Dabei millen wir unser gesamtes Deck. Dabei millen wir hoffentlich mindestens eine unserer 3 Nekromöben, damit wir 3 Kreaturen haben. Die kommt ins Spiel, wenn sie vom Deck auf den Friedhof gelegt wird. Im Friedhof besitzen wir dann ebenfalls die Karte Furchteinflößende Rückkehr. Das ist ein 4-Mana-Spell, der sagt, wir bringen eine Kreatur aus dem Friedhof zurück ins Spiel, wo wir 3 Kreaturen opfern können, 1, 2, 3, um eine Kreatur unserer Wahl aus dem Friedhof eben aus dem Friedhof zu reanimieren, was in unserem Fall eben die gute alte Taste zu Rakel ist. 2 Mana 1-3, wenn sie ins Spielfeld kommt, gucken wir uns die obersten X-Karten unseres Decks an, wobei X die Anzahl an Devotion ist, die wir haben. Wir nehmen eine Karte davon oben aufs Deck und den Rest unter das Deck. Wenn X höher oder gleich die Anzahl an Karten in unserem Deck sind, haben wir das Spiel gewonnen. Heißt, dass der Gegner das Ding swarded oder removed und unsere Devotion 0 ist, ist unsere Deckzahl immer noch 0, genau wie unsere Devotion, und wir haben gewonnen. Dementsprechend, das ist die Kombo, die wir haben. Gucken wir uns das Deck an. Beim Deck starte ich mit den Kreaturen, die ich schon erklärt habe. Wir spielen ein Tassis Orakel, 3 Nekromöben, 4 Cephalid Illusionisten, das ist unsere Main-Karte, wirklich die Hauptkarte, die sehr, sehr wichtig ist. Und 4 No-Man's Encore. Das heißt, wir haben 4, 4, 3, 1, das ist so die Ratio, die wir spielen. Denn, und damit kommen wir zur ersten Kreatur, ersten wichtigen Sache, die dieses Deck hier hat, die ich bisher noch nicht erwähnt habe. Und zwar spiele ich eine Yorion-Variante. Heißt hier wunderschön als Companion. Wir spielen 80 Karten. Diese Ratio ist aber irrelevant. Auch bei einem 60-Karten-Deck spielt man diese Ratio. Man spielt aber 80 Karten, weil es halt aktuell wirklich keinen Grund gibt, es nicht zu tun. Man kann so viel in seinem Deck an Removal und Grind-Power haben, dass man so lange grinden kann, bis man selber und der Gegner praktisch nichts mehr haben. Dann droppt man die Kombo und hat einfach gewonnen. Deswegen dran bitte dran denken, wir spielen ein Yorion-Deck. Starten wir bei den Kreaturen. Mana-Kosten von oben nach unten. Von unten nach oben meine ich natürlich. Wir spielen Stoneforge Mystic. 4 Stück. Warum, komme ich gleich noch zu. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, eine Combo damit zu machen. Und wir haben halt auch noch einen anderen Weg, um zu gewinnen. Wir können immer noch Beatdown, Zuhauen, Gewinnen machen. Dann spielen wir nicht nur Blau-Weiß, sondern wir spielen auch Schwarz, wie wir ja gesehen haben, mit furchteinflößender Rückkehr. Dementsprechend spielen wir auch 4 Baleful Strix. 2-1 für 2 Mana. Ja, 1-1 für 2 Mana. Fliegen, Death-Touch, wenn das Spiel kommt, ziehen wir eine Karte. Sehr, sehr wichtiges Piece. Einfach nur, um ein bisschen Removal zu haben. Ebenfalls als Removal jetzt im 3-Mana-Slot haben wir eine Skyclave Apparition, wie auch immer man sie ausspricht. 3-Mana 2-2, wenn sie ins Spiel kommt, exilieren wir eine Non-Land, Non-Token Permanent, das wir nicht kontrollieren, Mana kosten 4 oder weniger. Und wenn das Spiel verlässt, kriegt der dann XX blauen Token mit Mana kosten. Dann teste ich in diesem Deck aktuell einen Extraction Specialist. Der ist dreckig. 3 Mana 3-2 Lifelink. Wenn er ins Spiel kommt, returnen wir eine Kreatur mit Mana Value von 2 oder weniger aus dem Friedhof ins Spielzeug. Sie kann nicht angreifen oder blocken, solange wir den kontrollieren. Wir können damit auf der einen Seite eine Baleful Strix wiederholen, um noch eine Karte zu ziehen. Wir können auf der anderen Seite eine Stormwatch holen für ein bisschen Beatdown, weil sie kann nicht angreifen oder blocken. Bei der Baleful Strix, ja, es ist ärgerlich, können wir mit Yorion wegflickern. Also wir können Yorion, wenn er ins Spiel kommt, natürlich auch alle Permanenten flickern. Und hier kann man den wirklich auf die Hand nehmen. Aber was er genau tut, kommen wir gleich zu. Aber das wisst ihr wahrscheinlich alle eh. Und nutzen Stormwatch ist ganz gut. Der Cephalid Illusionist ist ganz gut. Und auch hier können wir Tassis Orakel wiederholen mit. Auch das ist nicht verkehrt.
Dann haben wir noch drei Recruiter of the Guard. 3-1-1, wenn der Spielfeld kommt, können wir unser Deck durchsuchen mit einer Kreatur mit Verteidigungsstärke 2 oder weniger und sie auf die Hand nehmen. Das heißt, der Zivilisten-Illusionist als 1-1er, Nomad Senkor als 1-1er, Baleful Strike 1-1er, Skyclave als 1-er, 2-2er, Extractionist. Wir können alles in diesem Deck suchen. Jede einzelne Karte. Dann habe ich einen Palace Jailer drin. 2-2, wenn er ins Spiel kommt, werden wir Monarch. Und wir exilieren eine Kreatur, solange wie wir Monarch sind. Das ist nicht schlecht. Die ein Gegner-Modul. Das ist nicht schlecht, einfach nur, weil wir ihn suchen können als solchen Mogul. Genau wie ein One of Solitude. 5-3-2 fliegen. Wir können das Ding invoken, indem wir eine weiße Karte aus der Hand exilen. Mit Flash halt auch nicht fliegend. Flash, Entschuldigung. Und wenn das Spiel bekommt, haben wir ein Swords the Plowshares. Also wir exilen die Kreaturen. Der Gegner kriegt Lebenspunkte, der Besitzer kriegt Lebenspunkte in Höhe der Stärke der Kreatur. Dementsprechend, ja, das waren unsere Kreaturen. Nicht so viele, aber wir brauchen eben auch sehr viel Platz für Spells. Gehen wir mal zu den Spells. Dort haben wir, wie schon erwähnt, eine furchteinflößende Rückkehr für die Combo. Ebenfalls auch nützlich in der Combo ist eine Chemotherapy. Ein schwarzes Mana, wir nehmen eine Nichtlandkarte, also wir nehmen eine Nichtlandkarte. Ein Spieler unserer Wahl zeigt seine Hand vor und muss alle Karten mit dem Namen absetzen, die wir gewählt haben, zum Beispiel Force of Will oder ähnliches. Auch die können wir flashbacken. Wir haben ja gesehen, wir haben mehr als eine Nakromöbe drin. Wenn wir die auch noch mitmillen, was wir tun werden, können wir noch einen Discard dabei machen, bevor unser Gegner da irgendwie noch einen Force of Will für unseres One-of-Furchteinflößende Rückkehr hat. Wäre das nicht so cool. Apropos Counterspell. Wir spielen blau, das heißt, wir spielen 4 Force of Will. 5 Mana, wir können Spell countern, wir können aber auch eine blaue Kantkarte exilen und ein Leben verlieren, um statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Ein One of Days habe ich in den meisten Listen gesehen, fand ich kacke, habe ich mal getestet, finde ich ganz gut. Days ist nicht immer eine gute Karte in diesem Deck, aber in manchen Kombo-Situationen kann dieser gratis Counterspell vom Days, ohne dass wir jetzt Force of Negation direkt nehmen müssen, wirklich gut sein. Wir können halt eine Inselzug auf die Hand nehmen, statt die Mana-Kosten zu bezahlen. Der Beherrscher muss einen Mana für den einen Spell bezahlen. Das kann halt manchmal dazu führen, dass der Gegner denkt, hey, jetzt habe ich ihn und wir haben noch einen Days und so eine Handkarte und niemand rechnet mit dem Days. Dann 4 Ponder, ein blaues Mana. Wir gucken, ob es die ersten 3 Karten unseres Decks an, nehmen einen davon auf die Hand. Den Rest legen wir oben aufs Deck. Oder wir können die 3 Karten zurücklegen und shuffeln und dann eine Karte ziehen. Also es ist jetzt umständlich kompliziert, aber ihr wisst, was Ponder tut. Wenn nicht, ich habe es in anderen Videos besser erklärt, es tut mir leid. Dann haben wir Brainstorm, ein blaues Mana, wir ziehen 3 Karten und legen dann 2 Karten von unserer Hand wieder oben auf unser Deck. Gute Karte. Dann haben wir, wie ich schon eben erwähnt habe, Swords to Plowshares. Für ein Mana exilen wir eine Kreatur, der Beherrscher bekommt Lebenspunkte in Höhe der Stärke. Und ein Prismatic Ending für ein weißes und X. Exilieren wir ein Non-Land permanent mit Mana-Value gleich der verschiedenen Mana-Farben, die wir bezahlt haben. Ihr habt gesehen, wir haben nicht so viel Schwarz drin. Wir haben halt nur so ein bisschen mit Baleful Strix und Chemotherapy drin. Und halt, hiermit können wir auch das Ganze machen. Und für unser Sideboard so ein bisschen. Und wir können halt was exilen, was dann 3 kostet, was auch mal ganz nett ist, da so Rest in Peace loszuwerden oder so. Sollte ich vielleicht daneben legen. So, dann kommen wir zu unseren Ländern. Nee, kommen wir gar nicht. Dann kommen wir zu unseren Artefakten. Viel wichtiger. Eine Better Sky, 5 Mana, Living Weapon. Die ausgerüstete Kreatur hat +4/+4 Wachsamkeit, Lifelink. Wir können die für 3 Mana zurück auf die Hand nehmen. Das ist ein Grind-Tool. Ich habe auch gesehen, dass manche Leute hier die Kaldra Complete drin spielen. Ich finde die Better Sky besser, weil sie eben ein Grind-Tool ist, weil sie gegen Grind-Decks wesentlich besser läuft. Dann haben wir die zweite Ausrüstung, die wir drin haben. Einmal Schuko. Schuko ist eine Ausrüstung, die gibt +1/+0 und hat Equip 0. Das Interessante dabei ist, auch das ist ein Combo-Piece. Wir können mit Sifalit Illusionist auf dem Feld nächste Runde die Stoneforge Mystic spielen. Ich nehme die Schokos mal runter. Stoneforge Mystic spielen, Schokos suchen, Schokos spielen und dann die ganze Zeit zwischen den Stoneforge Mystic und dem Illusionist hin und her Schokun. Auch das ist eine Combo. So, dann spielt dieses Deck einfach nur, um es weniger konterbar, anfälliger zu machen, noch Etherfuel, 4 Stück. Ein Mana Artefakt. Zu Beginn des Versorgungssegments kommt da eine Marke drauf, wenn wir wollen. Wir können das tappen und eine Kreaturenkarte mit genau der Anzahl der Marken an Mana-Kosten ins Spiel bringen. Sehr, sehr gute Karte. Ich müsste mal nachgucken, ob die Double Masters eigentlich die Etherfuel umgeschrieben haben auf Mana Value statt Converted Mana Cost.
Wenn ihr das wisst, schreibt mal das bitte in die Kommentare. Abgesehen davon, dass ihr gerne auch in die Kommentare schreiben könnt, wenn ihr dieses Deck hier kennt, wenn ihr dagegen spielen wollt, wenn ihr mal dagegen gespielt habt, wie ihr es findet und so weiter und so fort. Kommen wir zu den Ländern. Bei den Ländern haben wir eine Menge Fetch-Länder. 4 Marshlets, das schwarz-weiße Fetchland. 4 Blooded Delta, das blau-schwarze Fetchland. 4 Flooded Strand, das blau-weiße Fetchland. So. Also 12 Fetchländer nur für die Farben. Und dann haben wir noch 2 Scalding Tarns für Rot und Blau. Einfach für, wir brauchten mehr Fetchländer, dementsprechend ganz viele Fetchländer. Ganz viele Fetchländer. Dann haben wir einen Sumpf, eine Ebene und jetzt wird es ein bisschen peinlich, eine Insel. Ich habe leider keine so coole Eurolands hier, Steppe, Tundra, Russia oder Lake District, National Park, UK. Ich habe leider von den Inseln weder von den APAC noch von den Eurolands eine. Und Venedig ist einfach zu teuer, auch wenn ich gerne Venedig hätte. Und deswegen sieht das leider bei mir gerade so aus. Bitte, bitte hasst mich nicht dafür, danke. Dann spielen wir 3 Underground Seas. Blau-schwarzes Duelland, was sowohl Swamp als auch Insel ist. Dann 3 Tundren. Blau-weißes Doppelland, was sowohl Insel als auch Ebene ist. Und ein Scrubland. Schwarz-weißes Doppelland, was sowohl Ebene als auch Sumpf ist. Dann habe ich noch 3 weitere Länder. Wir haben einmal Utawada. Tappen für ein grünes oder für Channeln für 4 Mana können wir eine Artefakt, eine Kreatur, Enchantment oder Planeswalker zurück auf die Hand geben. Kostet 1 Mana für die legendäre Kreatur. Wir haben nicht so viele legendäre Kreaturen, nämlich 0. Aber für 4 Mana was bouncen und dann aufzugehen zu können, ist mal ganz nett. Zusätzlich als Land ist auch nicht so konterbar. Gegen legendäre Kreaturen haben wir einen Karakas drin. Damit können wir legendäre Kreaturen bouncen oder eben tappen für ein weißes. Und wir haben noch Cavern of Souls. Wenn sie ins Spiel kommt, nehmen wir einen Kreaturentyp. Und dann können wir, wenn wir Kreaturen damit casten, die Mana haben, gleich diesem Kreaturentyp, kann nicht gekontert werden. Wir haben auf der einen Seite mit dem Chors sowohl Stoneforge als auch Ini als Chor, Nomad in Chor. Wir haben Sifalit Illusionen. Wizards ist auch ganz cool für Sifalit und für den Mehrvolk. Soldier ist nicht ganz so geil. Hier ist noch ein Chor Spirit, auch das ist ganz cool. Hier könnte man dann Human, Chor und Wizards wären, glaube ich, so die man ansagen könnte. Ich glaube, ich habe noch nie was anderes als Chor angesagt und Wizards. Aber man könnte auch Human ansagen. Ja, soviel zu den 80 Karten im Main Deck. Gucken wir uns mal das Sideboard an. Im Sideboard haben wir, wie gesagt, erstmal Yorion, Sky Nomad. 5 Mana, 4-5 Companion, wenn unser Starting Deck mindestens 20 oder mehr Karten als das Minimum der Deck Size ist, also 80, können wir den als Companion in die Companion Zone wählen. Er ist fliegend, wir können ihn für 3 Mana aus der Companion Zone auf die Hand nehmen. Und wenn er ins Spielwerk kommt, können wir eine beliebige Anzahl an Land Permanents flickern. Seht ihr das? Der hat hier so einen roten Strich. Warum das denn? Bin noch nie aufgefallen. So viel Yorion spiele ich. Ich bin eigentlich kein Fan von Yorion. Ich mag Yorion eigentlich überhaupt nicht. Deswegen spiele ich aktuell auch keinen Texas. Aber ich finde, in diesem Deck tut er eigentlich ganz coole Sachen. Dann haben wir eine Menge One-Offs. Test of Talents. 2 Mana Instant. Wir counten Instant oder Sorcery. Durchsuchen unser gegnerisches Deck. Friedhof. Deck und Friedhof nach einer beliebigen Anzahl an Karten mit demselben Namen exilen sie. Spieler mischt sein Deck und für jede auf diese Weise exilte Karte von der Hand darf er eine Karte ziehen. Also suchen Hand, Deck und Friedhof danach. So, heißt, wenn der Gegner Force of Will spielt, können wir die wegnehmen. Wenn der Gegner Show and Tell spielt, können wir sie wegnehmen und so weiter und so fort. Ganz nett. Ganz, ganz nette Karte. Dann ein One-Off Flusterstorm. 1 blaues Mana, wir counter eine Instant oder Sorcery, seine Wäschezeit 1 Mana. Storm. Heißt, für jeden Spell, den er vorher gespielt hat, muss er noch 1 Mana mehr bezahlen. Das ist ganz gut. Black Engineer. 3 Mana, 2-2 Death Touch. Wenn er ins Spiel kommt, wählen wir einen Kreaturentyp aus. Elfen, Goblins, Humans, sowas. Und Kreaturen, die der Gegner kontrolliert, mit diesen Kreaturentypen kriegen wir -1/-1. Sehr, sehr gut in diesen Matchups. Dann haben wir einen Meddling Mage. Meddling Mage ist ein blaues, ein weißes 2-2. Wenn er ins Spiel kommt, nehmen wir eine Karte. Die genamte Karte kann nicht gespielt werden. Force of Will, Show and Tell, Swords to Plowshares, Days, irgendwas in dieser Richtung. Ähnliches schlägt auch die Lavinia rein. Lavinia Azurios Renegade. Ein blaues, ein weißes 2-2. Jeder Gegner kann keine Non-Creature Spells casten mit Mana-Kosten höher gleich der Länder, die er hat. Also keinen Shenanigans mit irgendwelchen Force of Will, wenn man nur 2 Länder hat. Und immer wenn der Gegner einen Spell castet, der keinen Mana gekostet hat, wird er auch noch gecountert.
Auch das ist sehr gut, gerade gegen diese Artefakt-Decks, die halt auch mit 0-Mana-Artefakten um sich werfen und so weiter. Sehr, sehr gut. Kataki schlägt in die ähnliche Richtung. Das ist eine 2-Mana-2-1er, der sagt, alle Artefakte haben, zu Beginn des Versorgungsmanns muss man 1 Mana bezahlen, ansonsten muss man dieses Artefakt opfern. Sehr, sehr gut, um das wegzumachen. Brazen Borrower, auch hier eine Bounce-Karte. Für 2 Mana können wir Non-Land Permanent zurück auf die Hand geben oder für 3 Mana einen Flash fliegenden 3-1er haben, der nur fliegende Kreaturen blocken kann. Wichtig hierbei ist ganz einfach, dass man ihn erst Petty Theft und dann casten kann, weil man ihn auf ein Adventure geschickt hat. Die letzte One-Off-Karte ist eine weitere Cape Therapy. Gerade gegen Counter-Heavy-Decks oder mit verschiedenen Threats und ähnliches will man manchmal eine zweite Cape Therapy gemillt haben und dann sollte man auf jeden Fall die zweite reinboarden. Weitere Counterspells sind Mystical Dispute. Wir können einen Spell countern, es sei denn, Mischer zahlt 3 Mana mehr. Dieser Spell kostet 2 Mana weniger, wenn man einen blauen Spell damit targetet. Das Problem ist, aktuell läuft sehr, sehr viel Red Elemental Blast rum, der diesem Deck aber nicht so wehtut. Unsere Hauptkarten sind weiß, schwarz und so ein bisschen blau, aber das ist nicht so wichtig. Weil die blaue Karte ist dann halt schon gemacht, weil man kann die Combo halt drüber stacken. Ja, man kann hier zum Beispiel mit dem weißen einfach instant drüber stacken über einen Red Elemental Blast. Das ist schon ganz cool. Aber blaue Spells, Counterspells sind ein Problem. Dann haben wir noch, ebenfalls zu Cape Therapy, Thoughtseize. Ein schwarzes, der Gegner zeigt seine Hand vor, wir wählen eine Nichtlandkarte davon und der Gegner wirft die ab, verliert 2 Leben. Und Prismatic Ending, ein weißes und X, wir exilieren ein Nichtland-permanentes Blabla, hatten wir schon auch im Main Deck, also im Sideboard noch 2 weitere. Das ist das Deck. Das Deck ist großartig, das Deck macht mega viel Spaß. Ich bin super, super begeistert, dass dieses Deck wieder einen Sinn hat. Sevelet Breakfast ist seit Jahrzehnten ein Deck, beziehungsweise halt schon ewig wird diese Kombination gespielt. Und jetzt hat sie nochmal einen ordentlichen Boost bekommen, 98, 2002. Und die Nekromöben sind keine Ahnung von wann. Auf jeden Fall, jetzt hat es nochmal einen Boost bekommen und dieser Boost ist großartig und das Deck ist großartig, es macht Spaß. Wenn ihr die Karten habt, spielt es mal aus. Ihr müsst keinen 80-Karten-Jorion-Haufen spielen, ihr könnt auch einen 60-Karten-Coolen-Haufen spielen. Ich spiele es aktuell als 80-Karten-Jorion-Haufen und ja, wenn ihr Fragen habt, guckt in die Kommentare. Die Decklisten sollten verlinkt sein, sowohl ausgeschriebener Form unter dem Video als auch aus MTG Goldfish Link in der Beschreibung und ähnliches. Wenn euch das Deck gefallen hat, könnt ihr sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr Legacy Content sehen wollt und oder einfach Talks und Openings und sonstige Sachen, könnt ihr auch gerne den Channel abonnieren. Ich weiß, dass einige Leute es noch nicht gemacht haben. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.